bis man ihm seine Freiheit nimmt. Ich frage mich, wie gut kennen Sie sich selbst? Ihr Gefängnis begleitet sie. Diese Rüstung wird ihre neue Zelle. Geben Sie sich keinen Illusionen hin. Krieg zieht auf. Mit all seiner Pracht. All seinen Schrecken. Mr. Findlay, Ihre Freiheit wartet. Hail, it's about time. Dafür auf, abgehalfterte Rebellen wie Jim Raynor zu jagen. Jim Raynor stellt eine ernsthafte Bedrohung für die Liga dar. Er ist ein skrupelloser, gesetzloser Rebell. Darauf aus, im gesamten Sektor Angst und Unfrieden zu verbreiten. Eine Bande von Halsabschneidern haben bereits 6 Welten zur offenen Rebellion verleitet. Und der Liga hat bei großen wird seine gerechte Strafe erhalten. Schon sehr bald. Ich bin noch lang nicht fertig mit dir, du mieser Drecksau. Adjutant, sind meine Truppen schon einsatzbereit? Ihre Streitkräfte sind bereit und erwarten Ihre Befehle, Commander. Taktische Daten werden soeben hochgeladen.
Marco. Es ist der Zeit, dass die Revolution mal einen Gang zulegt. Adjutant, wo schlagen wir als erstes zu? Die Streitkräfte der Liga haben in der Siedlung Blackwater Station ein Logistikzentrum errichtet. Dieser Ort ist zum Ausgangspunkt aller Operationen auf Marsara geworden. Die Liga hat kürzlich Truppen aus der Stadt abgezogen und sie sind jetzt geschwächt. Und? Kooperieren die Einwohner? Es ist bekannt, dass die Bewohner von Blackwater Station gegen die Liga sind. Aber ihnen fehlen Waffen und Organisation. Wenn ich es schaffe, Mengst sein Hauptquartier abzujagen, wird ihn das auf diesem Planeten für eine Weile außer Gefecht setzen. Schiff startklar machen! Meistgesuchten Mann im Sektor bist du nicht wirklich schwer zu finden. Das konnte ich mir nicht entgehen lassen. Unser Jimmy Rayner, der Held des kleinen Mannes. Tychus Findlay. Schicker Anzug. Sicher ist sicher. Hörte, du wärst auf Eis gelegt. Lebenslänglich. Hat man dich wegen guter Führung rausgelassen? Darauf kannst du einen lassen. Ich bin jetzt ein Musterbürger. Was verschafft mir denn das Vergnügen? Ich wollte dir nur ein Geschäft vorschlagen. Hast du dich schon mal gefragt, was die Liga hier draußen treibt? Du wirst es mir bestimmt gleich erzählen. Die buddeln nach Alien-Artefakten, Kumpel. Dein Freund Mengsk ist total scharf auf die Dinger. Aber ich hab da einen Kontakt, der für jedes Teil, das wir aus den Händen der Liga befreien, ordentlich was springen lässt. Da kann ich dann ja wohl schlecht Nein sagen, nicht wahr, Tychus? Alles klar, Partner. 60, 40. 70, 30. Für mich. Fühlt sich fast schon wie früher an. Wie in alten Zeiten. Ich will ja nicht neugierig sein, aber wie bist du da rausgekommen? Naja, ich bin aus dem Kryoteil ausgebrochen, als sie mich nach Neu-Forsom bringen wollten. Ich habe bestimmt ein Dutzend von denen mit bloßen Händen kalt gemacht. Ja, den kenne ich schon. Du hast aber den Teil vergessen, wo du übers Wasser gegangen und mit der Tochter des Gefängnisdirektors durchgebrannt bist. Werd bloß nicht frech, Junge. Ich habe so einiges darüber gehört, was du für ein super toller Freiheitskämpfer geworden bist, während ich weg war. Was ist passiert, Jimmy? Ist dir etwa der Krieg für Wahrheit und Gerechtigkeit zu Kopf gestiegen? Ich habe zwar schon etwas Intus, Tychus, aber eins verspreche ich dir. Mengsk wird untergehen. So oder so. Hier ist Donny Vermillion und wir senden live aus unserem Studio auf Korhal. Wir haben eine brandaktuelle Eilmeldung für Sie. Schalten wir nun zu unserer Reporterin Kate Lockwell auf die Grenzwelt Marsara. Kate? Danke, Donny. Der Rebell Jim Rayner hat sich mit einem Knall zurückgemeldet. Er hat ein Depot der Liga in der Nähe der Backwater Station angegriffen, die dort gelagerten Waffen entwendet und an die örtliche Bevölkerung verteilt. Kate, ich gehe davon aus, dass es die Bevölkerung ziemlich nervös macht, einen berüchtigten Verbrecher in ihrer Nachbarschaft zu haben. Naja, Donny, eigentlich scheinen die Leute durch diesen Vorfall frischen Mut... Danke, Kate. Wir machen die Nachrichten.
Jim Raynor terrorisiert Massaras Bevölkerung. Wir sind gleich zurück mit unserer Gesprächsrunde. Benutzen Ihre Kinder Stimpaks. Verbreite ruhig weiter deine Lügen, Kumpel. Ich habe gerade erst angefangen. Dieser alte Außenposten sieht nicht gerade nach was Besonderem aus. Immer mit der Ruhe, mein Junge. Die Liga-Ingenieure sind hier nicht umsonst schon seit Monaten am Graben. Siehst du diesen Kran? Sie wollen das Artefakt, das sie gefunden haben, von diesem Planeten wegschaffen. Da brat mir doch einer einen Zergling. Siehst du? Du musst manchmal ein bisschen mehr Vertrauen haben, Jimmy. Na dann, verpassen wir der Liga mal einen Weckruf. Machen wir die Basis zu Kleinholz und holen das Ding da raus. Also, Tarkas, wer ist denn jetzt dein mysteriöser Käufer? Bei wem sollen wir das Artefakt abliefern? Ah, bei so einem Haufen Intelligenzbestien, die sich Möbius Foundation nennen. Möbius? Das ist doch eine anerkannte Forschergruppe. Warum zur Hölle sollten die etwas mit dir zu tun haben wollen? Als dein Kumpel Mengsk den Handel mit Alienzeug für illegal erklärt hat, waren sie verzweifelt genug. Und du kennst mich, Jimmy. Ich bin ein großer Freund der Wissenschaft. Ich muss schon sagen, Jimmy, aus dir ist ja eine richtige Kampfmaschine geworden. Wenn ich Mengsk wäre, würde ich mich auch vor Angst verkriechen. Das meinst du ja wohl nicht ernst, Tarkas, oder? Nein, war nur Spaß. Was ist denn das? Ich dachte, die Zerg wären hier vor ein paar Jahren von diesen komischen Protoss ausgeräuchert worden. Das ist jetzt 4 Jahre her. Und noch immer finden sie da draußen in der Wüste versteckte Nester. Eine Trophäe wie die hier sollte einen guten Preis auf dem Schwarzmarkt haben. Lust, ein wenig jagen zu gehen, Partner? Tu, was du nicht lassen kannst, Tarkas. Ich habe schon so viele Zerg gejagt. Das reicht für 2 Leben. Wie ist das so, gegen die Zerg zu kämpfen, Jimmy? All die Schwierigkeiten, in denen wir damals gesteckt haben. Die Situationen, wo wir gerade noch so davongekommen sind. Das alles ist ein Witz im Vergleich dazu, wie schrecklich die Zerg sind, Tarkas. Du hast einfach keine Ahnung, was Angst wirklich bedeutet, bis du Tausende von diesen Viechern auf dich zustürmen siehst. Danke, dass Sie dran geblieben sind. Schalten wir nun zu Kate Lockwell mit Neuigkeiten über den gewaltsamen Aufstand von Jim Raynor. Danke, Donny. Raynor weitet eindeutig die Liste seiner Ziele aus. Er hat einen Anschlag auf eine archäologische Grabungsstätte der Liga verübt und möglicherweise ein gefährliches außerirdisches Artefakt in seinen Besitz gebracht. Zu diesem Thema hat sich heute auch Imperator Max zu Wort gemeldet. Es ist nicht abzusehen, welche Verwüstung diese scheinbar harmlosen Relikte auf unseren Welten anrichten könnten. Jeder, der des Besitzes eines solchen Gegenstandes überführt wird, wird die volle Härte des Gesetzes zu spüren bekommen. Sieh's positiv, Partner. Du bist so oder so auf seiner Abschussliste. Danke, Tarkas. Schockierend, Kate. Ich befürchte, die zivilen Verluste werden schrecklich gewesen sein, angesichts Raynors terroristischer Handlungen. Nun ja, eigentlich scheinen die einzigen zivilen Verluste, die zu beklagen waren, durch übereifrige Liga-Sicherheitskräfte. Vielen Dank, Kate. Wir machen die Nachrichten. Jim Raynor tötet Frauen und Kinder auf Massara. Hilfe ist unterwegs. Wir müssen hier nur noch eine Weile aushalten. Hört sich nicht allzu schwer an. Ich würde sagen, wir haben uns eine kleine Pause verdient. Commander, es wird eine große Ansammlung von Zerg-Biosignaturen bei der verlassenen Grabungsstätte angezeigt. Ich hätte es wissen müssen. Zum Teufel, Tarkas! Ich schwör's, Mann, ich wusste nichts von irgendwelchen Zerg. Vorausgesetzt, die Zerg behalten ihren derzeitigen Kurs bei, werden sie diesen Ort innerhalb der nächsten Stunde einnehmen. Verdammt! Wir müssen durchhalten, bis wir abgeholt werden. Wenn wir die Bunker bemannen und diese beiden Brücken so lang wie möglich halten, haben wir vielleicht eine Chance. Das wird kein Kinderspiel. Ich war schon in einer Menge brenzliger Situationen. Aber noch nie gegen die Zerg, Tarkas.
Stich gelassen, Sir. Schon gut. Jetzt bring uns endlich hier raus. Alle Geschütze nach vorne ausrichten. Voller Schub auf die Triebwerke. Bereit machen für Warpsprung auf mein Kommando. Jetzt! Was zur Hölle war das? Jahrelang waren die Zerg verschwunden. Warum greifen sie jetzt Massara an? Und nicht nur Massara. Sehen Sie sich das an. Kam es zu einem ausgewählten Angriff der Zerg. Tod und Verwüstung auf allen Grenzwelten erlitten hohe Verluste. Die Zahl der Opfer geht in die Milliarden. Vor wenigen Minuten griffen die Zerg ein Militärforschungszentrum der Liga an. Ich will verdammt sein. Neue explosive Bilder belegen, dass die Königin der Klingen in der Tat den Schwarm anführt. Wir wussten, sie taucht wieder auf. Aber was hat sie vor? Sie will es zu Ende bringen. Niemand weiß, was die Zerg uns dieses Mal entgegensetzen werden. Sir, wir müssen sicher gehen, dass unsere Ausrüstung und unser Munitionsvorrat der Herausforderung gewachsen sind. Absolut. Ich schau mal bei Swan im Arsenal vorbei. Wie ich ihn kenne, hat er schon ein paar Upgrades für uns. Ich frage nicht gerne, Sir. Aber gibt es einen Grund, weshalb sich dieser Sträfling noch immer auf meiner Brücke befindet? Hey, immer mit der Ruhe, Matt. Tychus ist einer meiner ältesten Freunde. Er hat mir vor ein paar Jahren aus einer echt brenzligen Situation geholfen. Ich schulde ihm was. Nun ja, dein Freund hat eine Vorstrafenliste so lang wie... Meine? Glaub mir, wenn Tychus Findlay mich tot sehen wollte, dann wäre ich es schon längst. Verstanden, Sir. Seht mal her, unser glorreicher Anführer ist zurückgekehrt. Was liegt an, Cowboy? Was gibt es Neues, Swan? Das Übliche. Ich schraube an neuem Spielzeug für unsere Truppen. Du verpasst unserer Ausrüstung den letzten Schliff, was? Oh ja. Hier auf der Konsole kannst du Upgrades hinzufügen. Aber so eine Armee auszurüsten ist nicht ganz billig. Diesmal hast du doch bestimmt Credits mitgebracht, oder? Ich weiß, wir waren in letzter Zeit knapp bei Kasse. Aber dieses Artefakt, das wir auf Massara aufgelesen haben, wird uns ordentlich was einbringen. Das habe ich vorher schon mal gehört, Kumpel. Diesmal ist es was anderes. Ja, das habe ich auch schon mal gehört. Unsere Ausrüstung zu verbessern ist ja schön und gut. Aber wann kriegen wir neues Zeug her? Wir haben im Moment große Lücken in unserem Inventar. Manchmal finden wir bei einer Mission neue Ausrüstung und ich besorge den Bauplan, sodass wir mehr davon herstellen können. Die Pläne für anderes Zeug müssen wir sonst erbetteln, ausleihen oder stehlen. Wie schlimm sieht's aus, Matt? Zerg greifen überall im Sektor an, Sir. Mengsk hat die Flotte zurückgezogen, um die Kernwelten der Liga zu schützen. Die Randwelten sind nun sich selbst überlassen. Es ist der reinste Albtraum. Wir können diese Invasion nicht mit einem einzigen Großkampfschiff und einer Handvoll Freiwilliger aufhalten. Am besten halten wir uns einfach da raus. Wir können uns an Möbius eine goldene Nase verdienen, bis sich die ganze Sache beruhigt hat. Du verstehst es einfach nicht, Sträfling. Das wird sich nicht so einfach beruhigen. Die Zerg werden so lange weitermachen, bis wir alle tot sind. Keine Sorge, Matt. Wir sitzen die Sache nicht einfach aus. Aber wir sind auch nicht gerade in bester Verfassung. Erstmal verdienen wir ein wenig Geld, damit wir unsere Streitkräfte aufbauen können. So können wir etwas ausrichten, wenn es drauf ankommt. Mann, Jimmy, du hast ja ein richtig nettes Schiff. Wie bist du denn an so einen Luxusdampfer gekommen? Die Hyperion war mal Mengs Flaggschiff. Als es dann mit ihm nicht mehr so geklappt hat, haben Matt und ich beschlossen, sie uns auszuleihen. Dieses Baby hat uns schon einige Male geholfen, als es eng wurde. Wo wir gerade bei eng sind. Tychus, wieso trägst du eigentlich noch immer deinen Anzug auf meiner Brücke? Ja, genau. Was ist los, Tychus?
Ist dir etwa der Reißverschluss kaputt gegangen? Okay. Um ehrlich zu sein, hat mir jemand bei meinem Ausbruch ein wenig unter die Arme gegriffen. Sagen wir mal, dass ich jemandem was schulde. Jetzt stecke ich halt in dem Anzug fest, bis ich diese Schulden bezahlt habe. Und wem genau schuldest du jetzt was? Wer hat dir ein wenig unter die Arme gegriffen? Die Jungs von Möbius natürlich. Oder glaubst du, ich bin denen im Museum über den Weg gelaufen? Die sind richtig scharf auf diese Artefakte. Deine Schulden sollten uns besser nicht in die Quere kommen, Tychus. Deine schmutzigen Geschäfte auszubaden war nicht Teil der Abmachung. Empfange Übertragung. Ich danke Ihnen tausendmal, dass Sie auf unseren Hilferuf geantwortet haben, Commander. Ich bin Dr. Ariel Hansen und ich vertrete die Menschen der Agria-Kolonie. Schön, Sie kennenzulernen, Doc. Nennen Sie mich einfach Jim. Wie ist die Lage? Die Zerg haben unsere planetaren Verteidigungsanlagen vernichtet. Die Kolonie ist verloren. Während der letzten 12 Stunden war es uns noch möglich, Menschen zum nächstgelegenen Raumhafen zu evakuieren. Aber die Angriffe der Zerg sind mittlerweile so heftig, dass wir niemanden mehr durchbekommen. Wenn Sie und Ihre Leute die Straße sichern, dann können wir damit beginnen, alle paar Minuten die restlichen Flüchtlingsgruppen loszuschicken. Keine Sorge, Doc. Wir bringen Ihre Leute in einem Stück zu diesem Raumhafen. Ich bete, dass Sie recht haben, Commander. Die Zerg sind schrecklicher, als ich mir je hätte vorstellen können. Gute Arbeit, Sir. Dr. Hansen hat angeboten, vorerst noch bei uns zu bleiben. Ich denke, dass Ihre Fähigkeiten von unschätzbarem Wert für uns sein werden. Es ist kaum zu glauben, dass ich überhaupt hier bin. Schön, Sie an Bord zu haben, Doc. Was meinen Sie denn, wie Sie uns am besten helfen können? Nun ja, die medizinischen Einrichtungen sind vorsintflutlich und eure wissenschaftliche Expertise geht gegen Null. Warum fange ich nicht einfach da an? Autsch. Dann werden Sie Statman wohl noch das ein oder andere beibringen können. Willkommen an Bord, Doc. Du hast es bestimmt schon gehört, Rainer. Anscheinend bist du wieder im Geschäft. Sieht ganz so aus, Herr. Und wenn ich gleichzeitig gegen die Liga und die Zerg kämpfen muss, werde ich zwangsläufig weitere Truppen benötigen. Kannst du aushelfen? In Anbetracht der Invasion kontrolliert im Moment das Angebot. Aber dein Barkeeper da drüben mixt einen verdammt guten Maltan. Also habe ich sicher ein paar Söldner für dich auf Lager. Du bist die Großzügigkeit in Person, Hill. Hast du Dr. Hansen schon getroffen? Na sicher. Ich habe die Süße nach einer Ganzkörperuntersuchung gefragt. Fragen schadet ja nicht, oder? Aber ich glaube, dass schon ein anderes Weichei ihre Aufmerksamkeit hat. Ah ja? Und wer soll dieses Weichei sein? Boah, keine Ahnung. Vielleicht so ein Typ, der einen auf weißer Ritter macht und angeritten kam, um ihre Kolonie zu retten. Verdammt, Jimmy. Du hast die Frauen noch nie kapiert. Donny Vermillion für UNN. Kate Lockwell ist uns über Satellit aus der Grenzkolonie Agria zugeschaltet. Hören Sie mich, Kate? Wir scheinen ein Tonproblem zu haben. Ich höre gerade, Imperator Mengst nimmt dazu Live-Stellung. Wir schalten direkt zu dieser Ansprache. Meine erfahrensten Militärstrategen sind im Einsatz. Und ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass demnächst der Held von Taurus selbst die Leitung übernehmen wird. General Horace Warfield. Warfield? Ich dachte, der hätte sich schon vor Jahren zur Ruhe gesetzt. Mit General Warfield als Anführer unserer gut ausgebildeten Streitkräfte habe ich vollstes Vertrauen, dass wir diese neue Bedrohung durch die Zerg schon sehr bald unter Kontrolle bringen werden. Sie hören also, liebe Zuschauer, mit General Warfield als Oberbefehlshaber werden die Zerg innerhalb kürzester Zeit besiegt sein. Als nächstes im Programm, der Terrorist Rainer verstärkt seine Übergriffe, just in dem Moment, in dem die Zerg wieder auftauchen. Ein Zufall? Entscheiden Sie selbst. Wir sind gleich wieder für Sie da. Ich habe schon viel von Ihnen gehört, Commander. Die Liga hat Sie immer als Verbrecher dargestellt, als Terroristen. Es scheint aber mehr in Ihnen zu stecken, als man denkt. Naja, so wie die Liga nun mal ist.
Irgendjemand muss sich um die kleinen Leute kümmern. Und Mengsk wird es mit Sicherheit nicht sein. Ja, dem Anschein nach interessiert es den Imperator überhaupt nicht. Meine Leute und andere Vertriebene aus dem ganzen Sektor sind alle in ein Flüchtlingsgebiet auf Meinhof geflohen. Außerdem gibt es Gerüchte, dass sich zunehmend Gewalt und Krankheiten in den Lagern ausbreiten. Doch der Imperator hat nichts unternommen. Okay, ich werde es mir mal anschauen, Doc. Mann, das war ein gutes Gefühl, diese Leute da rauszuholen. Aber da draußen sind noch Millionen andere, die Hilfe brauchen. Wir können nicht überall gleichzeitig sein, Sir. Wichtig ist, dass wir ein Zeichen gesetzt und ihnen Hoffnung gegeben haben. Jedes Mal, wenn wir Menschen in Not helfen, ist das ein weiterer Schritt in eine bessere Zukunft. Ich weiß, Matt, aber seit 4 Jahren versuchen wir jetzt schon, Mengsk zu stürzen. Und jetzt sind auch noch die Zerg zurück. Eine bessere Zukunft sollte sich lieber beeilen, sonst ist hier bald keiner mehr übrig, um sie noch zu erleben. Womit haben wir es denn hier zu tun, Doc? Die Instrumente zeigen eine Art biologische Verseuchung, die sich in den Flüchtlingslagern breit macht. Selbst die Gebäude sind davon überzogen. Sowas habe ich vorher schon mal gesehen. Das ist ein Zerg-Virus. Dem können wir nur mit Feuer beikommen. Jedes dieser verseuchten Gebäude muss zerstört werden. Aber wo sind die ganzen Menschen? Oh nein, diese Dinge sind infizierte Flüchtlinge? Das ist ein Albtraum. Allerdings, das gefällt mir überhaupt nicht. Sie scheinen sich tagsüber unter der Erde zu verstecken und nur nachts herauszukommen. Der Virus muss sie gegen die hohe UV-Strahlung von Meinhofs Sonne anfällig machen. Dann brennen wir tagsüber die verseuchten Gebäude nieder und beschützen nachts unsere Basis. Keine Sorge, Doc. Wir werden diese Seuche eindämmen. Danke, dass Sie zugeschaltet haben. Unsere Reporterin Kate Lockwell berichtet live vom Flüchtlingsschiff Skinner 2, das sich aktuell im Orbit von Meinhof befindet. Donny, die Opferzahlen hier draußen erreichen schwindelerregende Höhen. Enorme Flüchtlingsflotten kämpfen darum, die sicheren Kernwelten zu erreichen und längst nicht alle werden es schaffen. Es herrscht Mangel an Wasser, Nahrung und Hoffnung. Kate, wir werden später noch über die Pläne der Liga zur Rettung dieser Welten sprechen. Unter den Flüchtlingen wird viel über eine mögliche Rettung gesprochen. Und es scheint, dass sie ihre Hoffnungen zumeist auf paramilitärische Gruppierungen und Rebellen wie Jim Rayner... Vielen Dank, Kate. Live von einem Flüchtlingsschiff über Meinhof, wo alle sehnsüchtig auf die Rückkehr der Liga warten. Sie sehen jetzt einen Vermilion-Kommentar zum Thema Flüchtlinge. Sind sie wirklich unsere Verantwortung? Du bist ein echter Menschenfreund, Donny. Commander, das außerirdische Artefakt ist sicher im Labor untergebracht. Wissen Sie, als ich es gesehen habe, musste ich sofort über meine besonderen Projekte nachdenken. Hey, ganz ruhig, Statman. Was meinst du mit Projekte? Bist du hier unten etwa am Herumforschen? Noch nicht, Sir. Mir fehlen noch immer einige Exemplare, um anfangen zu können. Sobald ich die habe, können wir einige Verbesserungen an unseren Waffensystemen und Taktiken vornehmen. Na, da bin ich ganz Ohr. Was brauchst du? Alles Mögliche. Ich habe die Einzelheiten in unsere Datenbank eingegeben. Wenn Sie auf einer Mission über etwas stolpern, das wir brauchen, werden Sie automatisch informiert. Jagt dabei aber nicht das Schiff hoch. Okay, Statman. Ich hoffe, das Ding war die Mühe auch wert. Es ist wirklich faszinierend, Commander. Die vorläufige Analyse legt nahe, dass die Energiesignatur dieses Objekts das 10-fache der Strahlung von bisher katalogisierten Alien-Artefakten emittiert. Prima, Statman. Fang aber bitte nicht an, drin rumzustochern. Bei unserem Glück öffnet sich sonst noch ein schwarzes Loch und verschluckt das ganze Schiff.